geht's, Herr. Hast du dir noch einen Anhänger geschnappt? Dann hast du bald eine richtige Armee. Aber denk daran, eine Armee braucht Befehle zum Befolgen. Und am beliebtesten ist immer noch der hier, Morden. Sag doch mal dem neuen Gefolgsmann, dass ein Idioten, den du nicht magst, aufschlitzen soll. Dann kannst du dich in der Zwischenzeit einem anderen widmen. Und behalte immer die Schwächen deiner Ziele im Auge. Es ist immer total witzig, wenn einer mit einer Feuerwaffe verprügelt wird, der sich vor Feuer fürchtet. Das ist der reinste Spaß, mein Freund. Nach dieser wunderschönen Ansprache von Bruce, herzlich willkommen zurück bei Schatten des Krieges. Wir können jetzt hier Hauptmänner befehligen, dass sie andere Hauptmänner angreifen. Grisha. Wen hätte ich denn gerne hier? Uckbuck, der Fehler. Der sieht doch schon so mies aus. Den mag ich nicht. Außerdem hat er Sperre. So, Erteile des Befehls. Begrenzte Zeit aktiv. Läuft der Zähler unter dem Auftrag ab, wird der Auftrag automatisch geklärt. Okay, dann wird er versuchen, ihn alleine zu bewältigen. Aha, aha. Okay, wir können uns ihm auch anschließen. Alles klar. Ja, jetzt ist er unser neues Ziel. Ich bin von dem Turm gesprungen hier, von dem Hodor-Turm. Und wollte eigentlich nur rüber zu dem Naturauftrag. Aber jetzt, ja, dann hat der Bruce mich unten angequatscht und meinte so, ey Chef, cool, dass du da bist. Ja, und jetzt wollte ich nicht, dass ihr das verpasst. Na, deshalb bin ich dann jetzt kurzerhand eingestiegen. Aber wir müssen, so wie es aussieht, hinlaufen. Er ist nicht so allzu viel in der Nähe. Aber es geht sehr flott. Das ist ja ratzfatz gemacht. Ja, dann müssen wir jetzt so erstmal hier das mit dem Mordauftrag machen. Naja, ist auch okay. Ist nicht so schlimm. Wir haben ja genug Zeit, gehen wir in der nächsten Runde. Also jetzt noch in der Folge, aber dann danach zu dem Naturauftrag. Jetzt müssen wir hierher. Echt? Ja, sieht so aus. Das ist ein seltsamer Weg hier. Aber es ist viel schöner und abwechslungsreicher gestaltet als der erste Teil. Da war alles so grau und grau und grau und grau und... Ach ja, grau. Und hier ist halt eher wirklich auch mal grün, hell, mal ein bisschen trister und alles dabei. Ist schon gut, ist schon gut. So, machen wir das direkt. Uckbuck, der Fehler gegen Unbekannter. Hä? Hä? Moment mal, zurück. Armee. Ach komm, weißt du was, machen wir das so. Ganz oben. So. Okay. Er kommt dann dazu, oder wie ist das? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil er schon Stress mit ihm hat. Also mit dem unbekannten Hauptmann. Und der ist ja jetzt halt mit irgendwie drin. Ich hab keine Ahnung. Wir starten es einfach mal, dann sehen wir es. Ich hab keine Ahnung. Und Qualen für alle, die sich Marco Grubenhüter, ja, der kann doch nichts. Und für die von euch, die ihre Stellung nicht halten. Alles, was da drauf hat, ist Zahnbelag. Wir kommen da durch und schlitzen jeden auf, der uns aufhalten will. Mit seiner SM-Maske. Und da kommt er noch dazu. Haben wir direkt so ein Dreier-Ding. Bist du endlich tot? Es wird mir fehlen, dich so zu quälen. Haha. Krass, haben wir direkt so ein Dreier-Battle hier. Okay, da ist aber nichts. Kein Fass, also kein Dings irgendwie. Todbringer, ich bin die Quelle deines Leids. Jeder Ork Mordors wurde von mir und meiner Gilde der Grubenhüter erschaffen.
Wir bringen Leben und schrecklichen Hunger in diese Welt. Doch heute bringe ich den Tod. Der sieht schon ganz schön krass aus und der hat auf dem Rücken einen ein Baby-Ork oder so. Oh, war nur Spaß. Ich freue mich immer. Und die Ansprache war auch ganz cool. Aber um ihn kümmern wir uns jetzt noch nicht. Er hier ist erstmal wichtiger. Weil er ja mit unserem Hauptmann Stress hat. Ja, durch Hinrichtung, fuck, das wusste ich nicht. Wie gefällt dir das? So, machen wir das aber direkt so. Auch wenn wir ihn jetzt nicht übernehmen können, leider. Kann man ihn wenigstens beschämen. So. Das haben wir jetzt aber geschafft, oder? Aber wir müssen unten noch unserem Kumpel helfen. Oh nein! So, direkt übernehmen. Den, ja, den rekrutieren wir dann auch, wa? Der ist cool mit seinem Ding auf dem Rücken, das ist schon ganz nice. Rückzug kannst du machen, mein Lieber. Wie du wünschst, mein Herr. Bitte, Herr, rette mich! Oh, fuck, wer ist er denn jetzt? Ich will noch nicht sterben. Ach, hier, Verbündeten wiederbeleben. Na krass, von da oben aus, das ist ja geil. Dann nehme ich auch ein bisschen Schaden für den Kauf, aber wichtig, dass sie überleben will. Was ist hier wieder los? Kommt der Bruce wieder um die Ecke? Gib einen guten Verräter ab. Weißt du was? Du solltest ihn zum Leibwächter von dem Häuptling machen, damit er ihn, naja, verraten kann. So ein Häuptling nimmt natürlich nur einen Leibwächter, der sich bewiesen hat. Und am besten geht das in den Kampfgruppen. Wieso man vertrauenswürdig ist, wenn man da gewinnt? Keine Ahnung, aber es ist verdammt lustig. Außerdem vertraut eh nur ein Idiot einem Ork, also passt das schon. Los, versuch's mal. Der kommt halt immer nur so um die Ecke, gibt mal kurz seinen Senf dazu. Ja, wir können dann, jetzt muss ich das echt wieder machen, ne? Ja, so, markiere einen Gefolgsmann, der hier, der kann das mal machen. Ja. Wir brauchen aktuell auch nicht wirklich einen Leibwächter. So, wen er ausspionieren soll, nehmen wir mal ihn. So, dann kommt er als Spion dann mit da rein. Hoffentlich. Ich bin noch nicht sicher, ob das alles so klappt. So, und jetzt ist er, glaube ich, gerade hier. Den würde ich auch ganz gerne übernehmen. So ein großer, der ist ganz cool bestimmt. Es ist ja auch schon wieder richtig viel Party, ne? Ich weiß nicht, warum du das machst. Ich hab's dir gezeigt. Wo bist du hin? Jetzt will er sich zurückziehen. Vergiftet uns unser eigener Typ hier. So, rekrutieren. Ach, ist das cool. So viele Leute rekrutieren hier. Ich diene, heller Herrscher. Befehligen können wir auch direkt. Da kann ich zurückziehen erstmal. Passt schon. Wie du befiehlst. So, dann sind wir jetzt hier fertig, oder? Fast. Kommt noch ein bisschen Crap.
Danke, du Arsch. Vergiftet er uns immer. Aber das macht da nicht so richtig Schaden. Das ist nicht so tragisch. Also ist es so viel. So, was ist denn jetzt hier los wieder? Was haben wir denn jetzt hier? Karagor-Raubzug. Ukbuk, der Schamlose, überfällt die Karagor-Gehege eines feindlichen Hauptmanns. Ah, hier, da oben. Scott, der Kriegsbringer, muss einen gegnerischen Hauptmann besiegen, um sich zu beweisen und Spion zu werden. Ja, komm, machen wir das direkt. Da habe ich schon Bock drauf. Markieren und dann gerade hier hin. Dann können wir auf jeden Fall, ja, vielleicht erst in der nächsten Folge in den Wald. Aber das will ich machen. Da habe ich Bock drauf. Das ist bestimmt ziemlich cool. Okay, ist wahrscheinlich wie jetzt auch. Es ist wahrscheinlich wie jetzt auch. Da ist ein Beef zwischen zwei Orks und dann... Wow, wo bin ich denn hier reingeraten? Ach du Kacke. Ey, was ist denn da los? Mann, Mann, Mann. Hier muss man es halt so beeinflussen, dass es zu den Gunsten unseres Orks endet. Komm, ich will nur einen von euch. Ist mir egal welcher. Geiler Konter, Mann. Okay. Leben ist soweit am Start, das passt. Nee, lass ihn los, Mann. Wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt, ne? Aber machen wir noch nicht. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. So. Gegen unbekannter Hauptmann. Ja, das ist natürlich toll. Bin ich mal gespannt, wer das jetzt ist. Er mit einer Armbrust. Oh, 17. Ich bin stärker. Da bin ich mir fast sicher, dass du stärker bist. Na, vielleicht ist mit dem Schild auch ein Vorteil gegen eine Armbrust. Ach, man kann nur zugucken. Scheiße, unserer ist doch voller Lappen mit Level 10. Oh nee. Hätte ich gewusst, dass man das nicht beeinflussen kann. Scheiße. Dass man das auch nicht irgendwie abkürzen kann. Komm, hau den um, Mann. Hau ihn um. Es gibt ihm mal richtig hart. Aber lass dich doch nicht hitten immer. Ja, komm, komm, jetzt hau den um, der hat nicht mehr viel. Ja, ja, er hat's echt geschafft, das gibt's doch nicht. Also so gut wie. Komm, jetzt noch einen Hit. Ja, ja, krass. Oi, der ist gut, Mann. Habe ich einen guten genommen. Ja, geil. Oder war das jetzt automatisch, dass das beim ersten Mal halt schafft? Keine Ahnung, kann schon sein, ne? Könnte sein. Aber ist cool. Der ist gut. Mit dem Schild erstmal gar nicht so schlecht. Ui, Stufe 17. Da ist das so ein Fall, ne? Wir haben jetzt einfach einen Ring bekommen. So ein Stufe 17 Ring. Wir haben halt einen mit Stufe 1 und der gibt uns halt 28 mehr Fokus. Das ist halt richtig krass. Und der neue Ring, der ist halt voll scheiße jetzt, ne? Aber legen wir natürlich an. Und da haben wir auch noch keine Rune. Können wir mal gerade machen. Zum Schmieden gedrückt halten. Nee. Hm. Halten zum Kombinieren. Hier, X ist das dann, das X, ja. So, was macht das denn in dem Ring? Ach, Rune ist das dann, oder? Eine Rune, die den Bäumen Tribut zollt. Ja, okay. Rune gefolgt sollte erleiden, okay. Was haben wir hier bei Rune? Hauptmänner erhalten automatisch eine Stufe, wenn sie rekrutiert werden. Das ist auch gar nicht so übel. Und 10% mehr Schaden von gefolgt sollten. Ich glaube, das Grüne lasse ich schon mal drin. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja, lassen wir es erstmal so. Ist schon okay. Dann überleben die ein bisschen länger. Das ist okay. So, hier ist noch ein Wurm. Aber ist noch Level 16 mittlerweile. So, Wurm. Hast du das gefunden? Wen nehmen wir jetzt? Wir haben schon ziemlich viel aufgedeckt, tatsächlich. Nehmen wir mal ihn hier. Mog der Schänder. Panische Angst vor Schleichangriffen. Leichtes Ziel für Fernkampfangriffe.
Festnageln geht auch. Schaden durch Hinrichtungen. Erzünd durch Untote. Oha. Klasseneigenschaften. Ja, der ist jetzt, glaube ich, nicht so krass. Ich glaube, dem kann man ganz gut beikommen. So, dann haben wir hier direkt um die Ecke nochmal was. Ich glaube, das ist ein Infobrett. An seiner Stelle wäre ich längst von einer Klippe gesprungen. Ja, Tatsache. Vielleicht ist alles nur Schau. Vielleicht schämt er sich doch. So, dann nehmen wir jetzt noch ihn hier vorne einfach erste Reihe. Sathra, der Streuner. Der sieht aus wie ein alter Mann. Okay. Wir schauen mal gerade auf die Armee. Ja, wir haben jetzt schon einige hier. Oh ja. 1, 2, 3, 4 mit dem Bruce 5. Und er ist jetzt der... Boah, der ist auf Stufe 16 aufgestiegen, ne? Der war vorher auf 10. Geil, ey. Bereit, den Häuptling zu verraten? Ah ja, okay, das kann man dann auch jetzt bei Gelegenheit machen. Oder sollen wir es jetzt direkt machen? Ich weiß es nicht. Nee, da sollte ich vielleicht erstmal hier noch zu denen gehen, zu dem Gusch, Dusch-Gul-Freund, die haben Namen, und Grug, dem Knochenbrecher. Und er ist dann noch in Verbindung mit ihm, dann sollten wir ihn auch noch machen. Ah, den haben wir eben beschämt, genau. Und dann hat er auch direkt mit ihm zu tun, das heißt, wenn wir einfach alle übernehmen, ist alles cool. So, aber zuerst gehen wir jetzt wirklich mal in den Wald. Das wird jetzt mal Zeit, dass wir in den Wald gehen. Wir haben jetzt so viele Orks hier schon übernommen und Hauptmänner übernommen und. Wir müssen jetzt mal in den Wald gehen. Aber zuerst mal gerade schauen, was der Skillbaum so sagt. Mächtigen Pfeil könnten wir jetzt natürlich machen. Ja, mächtiger Schuss, oh, ja. Wobei Karagor reiten brauche ich ja sowieso dann jetzt für die Quest. Ne? Machen wir das schnell, komm. Und am Ende gibt es halt auch Drachenreiten. Das ist bestimmt so geil, ey. Um einen gebrochenen Drachen zu beherrschen. Das ist bestimmt auch nicht so einfach, die Drachen zu brechen, ey. Aber gut, wir machen jetzt die brutale Natur. Würde ich sagen, starten wir noch einmal rein. Jetzt, vielleicht wird es ein bisschen länger, ich weiß es noch nicht. Ihr seht das jetzt gerade an der Länge der Folge. Fort, fort, es jagt uns! Welche Kreatur sucht diesen Wald heim? Oh, Karnen ist keine Kreatur. Sie ist die Natur selbst. Sie ruft uns. Talion, wir müssen mit Vorsicht voranschreiten. Ja, okay. Karnen ist die Natur selbst. Folge der Spur in den Kanonhund. Nicht du! Hab Gnade, Waldläufer! Sie tötet einen nach dem anderen! Grubenbiester zu Hunderten! Komm hervor und zeige dich! Heraus aus der Grube! Geknechtet sind Flüsse wie Bäume! Ui, haben wir ihn halt erlöst, oder wie? Dies ist der Wald von Karnen. Und sie schützt ihn mit der geballten Macht der Natur. Ja, dann sollte die Natur nicht unnötig stressen. Das ist schon so. Das ist Karnen. Ghule, oh, ich hasse Ghule. Mäuler. Warum greifen diese Bestien uns nicht an? Na, Gott sei Dank. Sie sind ein Teil von ihr, so wie sie einer von ihnen ist. Doch sie schützen sich. Sie beobachtet uns. Nein. Sie ruft uns zu sich.
Diese Karnen war nicht. Wo ist denn jetzt die Spur? Ach, hier unten doch. Wo bist du? Ja, Tatsache. Schneid mich los, Tag mir. Ich hab es! Der Baum! Sie ist der Baum! Der Geist Karnens ist Baum und Biest, Zahn und Klaue, Wurzel und Speer. Boah, was geht jetzt ab? Na, das war vorher aber nicht hier. Ich sehe einfach so ein fetter Baum. Deine Knospen. Wächst du oder welkst du? Nein, nein, nein. Ein lebloses Biest bist du. Doch nein, du stirbst und stirbst. Nicht leblos, sondern untot. Vom Fleisch heimgesucht. Talion, wir können sie nicht besiegen. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Leg dein Schwert hin und knie nieder. Niemals knie ich vor diesem Ding. Seltsam. Man sollte eigentlich meinen, dass Talion der Vernünftige ist. Der sagt, okay, alles cool. Aber nee. Wo ist das Vieh? Nein! Oh, der letzte Headshot hat ver... Ah. Naja. Elmgeschosse, warte mal, vielleicht... Wem rufst du dazu? Vielleicht geht das jetzt noch. Oh, was kommt denn jetzt? Ja, nice! Elementargraux verfügen über verheerende Elementarangriffe und sind immun gegen Angriffe mit ihrem eigenen Element. Schieße den brüllenden Graux mit einem aufgeladenen Schuss in den Kopf, um ihn zu betäuben. Ja, nice. Da haben wir ja noch eine Chance, den Kopf zu treffen, würde ich sagen. Mann. Alte Wunde neu geöffnet. Jetzt bluten wir. Ja, da war ganz schön knapp, mein Freund. Ja, es war flott unterwegs, ey. Das muss doch nicht sein, mein Freund. Das muss doch nicht sein. Ja, wir können bei ihm halt nicht so richtig in den Nahkampf. Ne? Boah, hat uns das voll in den Rücken geschmissen. Und Leben auffüllen können wir hier auch nicht wirklich. Ey, hat er noch getroffen? Und ich habe einfach keinen Fokus. Egal, wir müssen so machen. Boah. Jetzt kommt langsam wieder Fokus, habe ich das Gefühl, warum auch immer. Ich sollte den Supersprint auch sein lassen, wenn ich Fokus will, ne? Boah, der ist gar nicht so kacke. Der hat ein bisschen was drauf. Bin ich da gerade echt in so scheiß Säure gelaufen? Oh Mann. Knapp. Boah, knapp, ey. Boah. Na komm. Oh nein, der hat noch ein bisschen.
bin nur die Pfeile. Ich komme jetzt wieder. Oh, Gott sei Dank. Der war schon heftig, ey. Echt jetzt? Das ist dann also auch die Natur? In all ihrem Zorn. Kannst du sie bitten aufzuhören? Der Wind lässt nicht mit. Dein Scheiß Ernst? Ich sehe das Vieh ja noch nicht mal richtig. Wir verbrennen mit euch und kehren wieder zurück. Geil, richtig gut. Feuer dem Wald, Feuer den Bäumen, die Asche soll uns nähren. Neun in Schwanz, ey, Mann. Sterben wir allein? Das Grab der Natur reicht vom Himmel ins Leben. Wir sterben. Ey, wir haben ihn noch voll in den Kopf geworfen. Hier bei solchen Sachen wäre vielleicht ein Bogen besser. So Single-Target. Was? Eieieiei. Er meint's aber ernst, ey. Uhuhu. Bräuchte mal Fokus. Da kommt Fokus. Ich bräuchte mal Leben. Kommt jetzt auch Leben? Er ist einfach so krass. Also diese Drachen und dann auch noch davor gegen Karagor, dann Grau, ist so ein Drache. Ey, und nichts, wo man Leben aufnehmen kann. Fokus, komm. Nein! Nein, wieso? Ach, man kann nicht so richtig sterben, oder was? Oh. Puh! Gnadenstoß. Eieiei. Das war ganz schön heftig, ey. Mir scheint, als ob diese Karnen gar nicht so mächtig sind. Entfesselt, um wieder und wieder aufzuerstehen, in ein Loch mit dir. Was haben wir entfesselt? Das Leid der Wälder, den Schrei der Flüsse. Großer Geist von Karnen! Klage nicht, schweig still! Ihr erweckte Targoroth. In tiefster Kluft vergraben, des dunklen Herrschers Auge, es nährt seine Flammen, eure Schmiede, das Zündholz für die nahenden Feuer. Brennt ihr, brennen wir, ein Feuer für alle wird es sein. Was haben wir erweckt? Untot! Ringschmied! Deine Schmiede sinkt! Ein Riss zieht durchs Land! Feuer erweckt von kaltem Ring!
Wir folgten deinem Ruf. Wir wollen helfen. Oh, das werdet ihr. Du, ein untotes Biest. Du, vom Fleisch heimgesucht. Wir finden Targoroth. Geht jetzt! Der Balrog wartet. Er erwacht in Schicksalsschatten. Kämpft und sterbt und erwacht zu neuem Kampf. Bald und bald. Tod bezwingt Untod. Uiuiui, ganz schön krass drauf, die gute Dame. Das war auch jetzt ganz schön krasser Kampf. Mir scheint, der Ring hat mehr geweckt als nur Sauron. Ja, wir müssen nach Gorgoroth und uns um diesen Balrog kümmern. Okay, ich pop mich mal gerade hier raus. Das ist jetzt auch verfügbar. Uiuiui, cool. Unsere Armee ist bereit. Es ist an der Zeit, den legendären Obermann Nurns zu besiegen und dir in Mordor einen Namen zu machen. Dann kriegen wir bestimmt hier hinten die Festung. Das werden wir auch auf jeden Fall zeitnah machen. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Aber für heute war es jetzt erstmal genug. Ich pop mich mal gerade hier hin. Und in der Storyline jetzt von dem Kanan-Wald, von Kanan, werden wir wahrscheinlich am Ende oder auf jeden Fall während dieser Storyline gegen einen, wie heißen sie jetzt, Balrog kämpfen. Gegen einen Balrog. Und die sind schon ganz schön krass. Das ist so ein Typ, wo Gandalf da im ersten Teil die Gefährten gesagt hat, flieht ihr Narren. So ein fetter Feuerdämon. Das ist schon heftig. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir eine Ehre. Macht's gut und haut rein.